Sagen aus dem Harz. Folge 16. Die Kluss vor Goslar. Als einmal ein Riese im Harz spazieren ging, kam er auch in die Gegend von Goslar. Spielerisch schwang er seinen Säbel durch die Luft. Dabei bemerkte er nicht, dass die am Hosenbund befestigte Säbelscheide verloren ging. In der Nähe standen am Waldrand beim Bäurich einige Schneidergesellen auf der Wanderschaft und amüsierten sich über den dummen Riesenjungen. Der hörte das Kichern der Wandersburschen und drehte sich um. Den Schneidern rutschte das Herz in die Hose. Sie sahen kein besseres Versteck als die Säbelscheide, deren Öffnung ihnen entgegenlag. Schnell huschten sie hinein. Der Riese aber nahm die Scheide auf, knüpfte sie wieder an den Hosenbund und steckte den Säbel hinein. Dabei werden die Spötter wohl umgekommen sein, denn man hat niemals wieder etwas von ihnen gehört. Als der Riese einige Schritte weitergegangen war, drückte ihn etwas im Schuh. Er setzte sich deshalb auf den Petersberg und zog seinen Schuh aus. Heraus fiel ein Kieselstein, der ihn gequält hatte. Er liegt noch heute dort am Bergeshang, und weil später ein frommer Mönch sich darin ein kleines Zimmer ausgehauen und als Klause eingerichtet hat, wird der Felsen die Kluss genannt. Den Petersberg hat der Riese als Sitzfläche eingedrückt und mit der Spitze seines Säbels den Klussstein ausgeformt. Beim Aufstehen schlitzte der Säbel noch die Kerbe zum Bäurich auf, durch die das Wasser der Lilienquelle fließt. Diese Riesen waren nicht böse, für uns Menschen aber schrecklich, weil sie so groß und stark waren. Einer der letzten aus dem Geschlecht der Hünen ist sogar von den Christen heilig gesprochen worden. Es war Sankt Christophorus. Auch er kam einmal über das Osterfeld gewandert und hat das Christkind durch den Klussstein getragen. Zur Erinnerung an diese Geschichte ist er in voller Größe an einer Wand im Goslarer Dom dargestellt worden. Er hatte versprochen, dass jeder, der ihn andächtig betrachtete, an diesem Tage nicht sterben würde. Leider hat man den Dom 1820 abgebrochen und deshalb kann man nicht mehr überprüfen, ob das Versprechen des Heiligen heute noch wirksam ist.